Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich. Schön, so viele Menschen zu sehen. Im Anfangswort des Dienstes habe ich gesagt, ja, es kommt nicht auf die Menge der Leute an. Gott segnet, auch wenn nur eine Person in den Reihen sitzt. Und das ist wirklich so. Aber es ist schon schöner, so viele zu sehen. Ja, und wir machen weiter in den Sprüchen. Und ich dachte eigentlich, ich würde viel weiter kommen, aber letztlich werden wir uns wahrscheinlich nur auf zwei Fälle. Und was hier interessant ist, ist, dass immer zwei Verse zusammengehören. Und wir werden heute Vers 15 und 16 anschauen. 24. Schon seit Wochen 24. Nein, Entschuldigung, bitte, das hätte ich sagen müssen. Ihr könnt es nicht ahnen, man vergisst es ja von Woche zu Woche. Wir sind im Kapitel 24, Verse 15 und 16. Und hier, der weise Salomo gibt hier Ratschläge. Und ich lese jetzt einmal aus der Schlachterübersetzung, weil ich glaube, es ist hier ein bisschen einfacher zu verstehen als in der Elberfelder. Und hier heißt es, du Gottloser, belaure nicht die Wohnung des Gerechten und zerstöre nicht seine Ruhestätte. Denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, aber der Gottlose stürzt nieder im Unglück. Ja, einmal muss man hier sagen, das muss man jetzt erklären, es geht hier um zwei Kategorien von Menschen. Es ist hier gesagt, jetzt in der Schlachter ist es gleich am Anfang, du Gottloser. Das ist die eine Kategorie von Menschen und die andere ist der Gerechte. Diese zwei werden hier vorgestellt. Der Gottlose und der Gerechte. In einigen Übersetzungen ist der Gottlose als der Böse genannt. Luther nennt ihn Frevler. Ich kann nicht sehr viel mit dem Wort anfangen, weil man hört es nicht so sehr viel in unserer Sprache. Und hier sowohl Elberfelder, so Schlachter, so auch viele andere, nennen einfach diese Kategorie von Menschen die Gottlosen. Was heißt denn das, der Gottlose? Das ist jemand, der von Gott los ist. Jemand, der nicht Gott als sein Lebensziel anstrebt, sondern er lebt unabhängig von Gott. Er ist gottlos, er ist in der Ferne. Er sucht nicht Gott. Er sucht alles andere. Er sucht sich vielleicht Religionen. Aber er sucht nicht wirklich den Gott der Bibel. Den Gott, der hier uns offenbart ist in diesem Wort Gottes. Den Schöpfer des Himmels und der Erde. Er sucht nicht diesen Gott. Er versucht vielleicht ein schönes Leben zu führen. Er versucht vielleicht auch ein nicht so schönes Leben zu führen. Er ist vielleicht gewalttätig. Das kann sein. Aber er ist ferne von Gott. Das ist eine Definition, die hier gegeben ist. Er ist gottlos. Er hat vielleicht vieles gelesen. Er hat vielleicht studiert, vielleicht sogar die Bibel studiert. Aber seine Entscheidung ist, ich will nicht mit Gott leben. Er soll nichts über mich zu sagen haben. Ich lebe so, wie ich das für richtig erachte. Ich lebe mein Leben. Das ist der Gottlose. Und dann wird der Gerechte ihm gegenübergestellt. Der Gerechte
wird hier als der gesehen, der vor Gott gerecht ist, der mit Gott sein Leben gestaltet, der sich auf Gott hin ausrichtet, der sich an Gottes Geboten freut, der sich über Gott freut, der richtig Gott feiert. Es ist keiner gerecht, weil er wirklich das Gesetz bis zur Gänze erfüllen kann. Wenn wir das könnten, dann müsste Jesus nicht kommen. Aber Jesus ist gekommen, um für uns zu sterben, weil wir es selber nicht schaffen. Und wir heute sind gerecht, wenn wir an Jesus glauben. Damals waren die Leute gerecht, wenn sie das Gebot Gottes erfüllten, wenn sie nach Gott strebten und wahrscheinlich auch oft versagten, aber trotzdem Gott als Ziel in ihrem Leben hatten. Wir sind gerecht heute, weil wir an Jesus glauben, weil wir ihm vertrauen. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er ist unsere Gerechtigkeit. Und es geht hier um diese zwei Kategorien von Menschen. Die Gottlosen, die weg von Gott sein möchten, die sich vielleicht Agnostiker nennen oder Atheisten oder wie auch immer. Aber die sind weit weg von Gott. Und die Gerechten, und heute würden wir sagen, die auf Jesus vertrauen, die mit Jesus leben. Um diese zwei Kategorien geht es hier. Und hier wird gesagt, du Gottloser, belaure nicht die Wohnung des Gerechten. Es scheint, dass es hier Leute gibt, die auf der Lauer sind. So wie eine Katze, die eine Maus irgendwo sieht oder Beute für sich sieht, sich niederkauert und erstmal schaut und den richtigen Augenblick abwarten will, um auf die Beute zu stürzen. Da gibt es in vier Wortmeldungen aus der Mitte. Ja, also, Tiere sind so auf der Lauer. Oder wenn ihr so Reportagen gesehen habt über das Wildlife, also das Leben der Tiere. Und dann zeigen sie oft die Löwen und wie sie dann so kommen. Oder auch Geparden oder was, Leoparden, wie auch immer da die Tiere heißen mögen, Raubtiere, die schleichen sich an und sie suchen, wie sie dann das Tier, das sie erbeuten wollen, fassen können. Und hier werden so Gottlose dargestellt, die das Gleiche versuchen, die suchen, die schauen, wo sie Angriffsfläche finden, um die Gerechten anzugreifen. Hört sich nicht sehr ermutigend für die Gerechten an, oder? Da sind Leute auf der Lauer, um uns anzugreifen. Die suchen die Gelegenheit, um loszusprinten. Sie versuchen, uns einzuschüchtern, aber sie versuchen es in einer Art versteckt zu machen, im Dunkeln, da wo man sie nicht sieht, da lauern sie, um die Gerechten anzugreifen, die Wohnung der Gerechten anzugreifen, heißt es hier. Eigentlich im Urtext heißt es die Weide. Für die Tiere ist die Weide ihr Zuhause. Und für uns ist es unsere Wohnstätte. Aber dieses Wort wird auch verwendet für die ganze Stadt Jerusalem wird als Wohnstätte gesehen zum Teil. Also es ist eine weitere Definition hier. Und diese Städte versuchen die anzugreifen. Da sind sie auf der Lauer. Die wollen unseren Platz, wo wir zu Hause sind, da wo wir uns heimisch fühlen, da wo wir uns sicher auch fühlen, dort anzugreifen. Vielleicht, wie in einigen Ländern, sitzen solche Leute im Gottesdienst versteckt irgendwo. Und ich freue mich immer, wenn Leute Notizen machen. Aber es gibt auch Leute, die Notizen machen,
nicht um sich etwas Gutes zu merken, sondern um nachher irgendwie das zu gebrauchen, um ja, die Gerechten schlecht aussehen zu lassen. Es gibt sowas. Es sind Leute in Gottesdiensten vorhanden. Ich bin ja geboren in der Sowjetunion zu einer Zeit, als noch die Christen sehr verfolgt wurden. Und da gab es diese Spitzel, die dann saßen und sich die Notizen machten. Sie sangen sogar die Lieder mit. Und wenn man sie ansprach, haben sie auch ein Halleluja gerufen. Ja. Aber ihr Ziel war, anzugreifen. Ihr Ziel war nicht, Gott zu preisen. Ihr Ziel war, anzugreifen. Sie waren zum Teil Atheisten. Sie waren Leute, die gar nicht an Gott glaubten, die gesandt wurden, damit sie herausfinden, was die Christen so machen. Ob Kinder in den Reihen der Christen sind. Kinder unter, 14, 15 Jahren, das war gefährlich. Ich war so in Gottesdiensten und ich wusste, es gab keinen Kindergottesdienst für uns. Ich hatte das nie, weil es verboten war. Und da saßen Leute und lauerten dem auf. Und hier heißt es, du Gottloser, belaure nicht die Wohnung der Gerechten und zerstöre nicht seine Ruhestätte. Ruhestätte, den Bereich, wo er sich wohlfühlt, wo er zu Hause ist. Da versuchen Leute einzudringen, versuchen ja nicht nur ihn zu belauern und zu schauen, was da ist, sondern anzugreifen, zerstören, kaputt machen. Den Gerechten kaputt machen. Und hier heißt es, du Gottloser, belaure nicht die Wohnung des Gerechten und zerstöre nicht seine Ruhestätte. Denn, und das ist das Wichtige hier, dieses Verbindungswort. Denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Die Gerechten werden angegriffen. Und die Gerechten fallen auch. Vielleicht fühlen wir uns immer sehr stark und sagen, ja, mir kann nichts passieren. Aber ich weiß nicht, ob ihr das auch schon ab und zu gemerkt habt, dass ab und zu so eine kleine Sache kommt und ihr seid tiefer als der Keller, seid voll unten und denkt, oh, ich schaffe es nicht, ich habe keine Kraft. Elia, dieser große Mann, der da, wie viele Priester des Baal geschlachtet hat, der einen großen Sieg errungen hat, hört, dass Isabel sagt, dieser Mensch muss sterben. Und er läuft weg. Er konnte darum beten, dass es 3 Jahre nicht regnete. Ja, es könnte noch länger nicht regnen. Er hat gebetet, dass es nicht regnet und es hat nicht geregnet. Und dann hat er wieder gebetet, damit es regnet. Aber dann hört er ein kleines Wort. Und er läuft. Er kann auf einmal rennen. Er ist auf einmal schnell beim Weglaufen. Das kann passieren. Kann auch uns passieren. Es ist Petrus passiert. Petrus, der sagte, ich würde dich nie verleugnen, Jesus. Auch wenn alle dich verleugnen, ich aber nicht. Und dann kommt ein kleines Mädchen und sagt, du warst auch bei denen. Und er sagt, nein, 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 niemals. Bis dahin, dass er sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Und dann kräht er an. Er war gefallen. Die Gerechten fallen auch. Wir fallen auch. Und Gott bewahre uns, dass wir so stark in Sünde fallen. Aber das Wort sagt uns hier, dass auch der Gerechte fällt. Vielleicht sind das auch seine Umstände. Vielleicht wird seine, wie es hier heißt, seine Lagerstätte, seine Ruhestadt, vielleicht wird die zerstört. Vielleicht wird sein Haus zerstört. Vielleicht wird er aus seinem Haus vertrieben. Kann passieren. Der Gerechte fällt 7-mal.
Es wird hier sogar eine Zahl genannt, siebenmal. Und siebenmal ist in der Bibel oft diese Zahl, die für die Vollständigkeit steht. Das heißt, er fällt immer wieder. Nicht nur siebenmal. Vielleicht fällt er sogar mehr. Aber das Ermutigende ist, und das macht so viel Freude, das hier zu lesen. Ja, wir Gerechten, wir sind angegriffen. Ja, auch wir können fallen. Ja, auch wir versagen immer wieder mal. Aber das Gute ist, und steht wieder auf, ein Stehaufmännchen, steht wieder auf. Er fällt, aber er steht wieder auf, er bleibt nicht liegen. Er bleibt nicht unten. Und ich weiß nicht, ob ihr es erlebt habt. Ich habe es erlebt. Ich habe dem Herrn gesagt, ich würde nie mehr wieder Verantwortung irgendwo übernehmen. Ich war so down. Aber Gott richtet wieder auf. Es braucht ab und zu ein bisschen Zeit. Aber der Gerechte, wer ihm vertraut, der bleibt nicht liegen. Und das ist das Zeichen eines Gerechten, dass er nicht liegen bleibt. Das ist das Zeichen, dass er immer wieder den Weg findet, aufzustehen. Ich hatte hier ein paar Verse mir notiert. Diese Verfolgung, die auf Christen auch kommen kann, auf die Gerechten kommen kann, ist auch sehr nütze. Gott gebraucht sie. Wie kann Gott sowas gebrauchen? Ja, um den Spreu vom Weizen zu trennen, damals. Heute haben wir natürlich Maschinen, die all das so irgendwie hinkriegen. Aber damals hat man den Wind dafür gebraucht. Und wer in Indien war, Markus hat das sicherlich auch 100-mal gesehen, zu der Erntezeit, wenn sie den Weizen geerntet haben, dann stehen Frauen, nehmen den Weizen und heben ihn auf gegen den Wind und dann schütten sie ihn langsam runter. Und das schwere Korn fällt nach unten. Das Spreu wird von dem Wind weggetragen. Aber der Weizen, um ihn so zu reinigen, er muss aufgehoben werden, er muss fallen, förmlich nach unten. Und das tut weh, wenn wir in so einer Verfolgungswelle drin sind, das tut weh. Aber es reinigt den Weizen vom Spreu. Deswegen benutzt Gott ab und zu auch diese Verfolgungswellen. Wir sind hier in einem Land, wo wir noch gut davon verschont sind und wir haben es hier relativ gut. Aber wir wissen nicht, was in 20 Jahren sein wird. Wir lesen in der Offenbarung von einem Antichristen. Und der wird nicht zimperlich sein. Er wird Verfolgung schicken. Und vielleicht kommen wir auch Christen, wir wissen, dass Gott uns wegnehmen wird zur rechten Zeit. Aber vielleicht kommen auch wir in eine Welle hinein, die uns durchaus nicht angenehm sein wird. Aber das ist, um zu zeigen, dass wir wirklich in Christus sind. Wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Wer in Christus ist, der ist in seinen Händen verborgen. Jesus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Er hält uns fest. Nicht wir halten uns fest. Nicht wir schaffen es. Wenn wir niederliegen, nicht wir schaffen es aufzustehen. Es ist Gott, der uns das, diese Gnade gibt, diese Ermutigung schenkt, wieder aufzustehen. Jesus spricht in diesem Gleichnis vom Sämann über eine Saat in Matthäus 13, Vers 20 bis 21. Da heißt es, auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt, der auch Halleluja ruft, der auch Freude daran hat, an christlichen Glauben sich festzuhalten. Aber es heißt dann weiter, er hat aber keine Wurzel in sich.
sondern ist wetterwendig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Es sind Menschen, die keine Wurzel haben. Und sobald Bedrängnis da ist, sind sie aber auch nicht mehr dabei, Halleluja zu schreien. Sind auch nicht mehr dabei, anzubeten. Sind nicht mehr in der Versammlung dabei. Sind dann irgendwie, ja, weg von dem Gottesdienst. Und es ist das Zeichen, dass sie gottlos sind, dass sie nicht mit Jesus gehen. Also ist es hier durchaus auch eine Warnung, aber auch ein Zeichen, dass Gott so wirkt. Im Psalm 37, Vers 34, da heißt es, fällt er, so wird er nicht dahingestreckt liegen bleiben, denn der Herr stützt seine Hand. Das ist gut zu wissen, dass der Herr unsere Hand stützt. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir in ihm gegründet sind, wenn unsere Wurzeln in ihm sind, nicht wie dieses, was da auf dem Felsen gefallen ist und da keine Wurzeln entstehen konnten, sondern wenn wir in Jesus gegründet sind, da dürfen wir sicher sein, denn der Herr stützt seine Hand. Und auch Paulus hat das erlebt. Und Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 8, da zählt er auf seine Biografie, was in seinem Leben so passiert ist. Wir alle haben das noch nicht so erlebt, wie Paulus es erlebt hat. Und er sagt hier, wir werden überall bedrängt. Überall bedrängt. Er ist mit Jesus unterwegs. Er ist ein Verkündiger des Evangeliums. Er zieht von Staat zu Staat. Und er sagt, wir werden überall bedrängt. Überall gibt es Schwierigkeiten. Überall werden wir angegriffen. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Die Angriffe sind da, aber wir werden nicht erdrückt. Wir kommen nicht um. Wir werden bedrängt, aber nicht erdrückt. Kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Das hat Paulus so erlebt. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Gott verlässt uns in der Verfolgung nicht. Auch Menschen, die im Gefängnis lange Zeit waren, die haben immer wieder die Ermutigung Gottes erfahren. Ich habe so einen erlebt, ich habe ihn übersetzt in England, vom Deutsch auf Englisch. Und er war 9 Jahre lang im Gefängnis wegen seines Glaubens. Und er war kleiner als ich, ein ganz schmächtiger Mann. Und er sagte, als ich vollkommen verzweifelt war, da war plötzlich ein Vogel vor dem Fenster, er konnte nicht rausschauen. Aber er hat da oben den Vogel gesehen, der herumzwitscherte. Dann habe ich mich erinnert, dass Gott die Vögel nicht verlässt. Er sich um jeden Vogel sorgt, auch um ihn. Und er war wieder ermutigt. Er hat die Zeit im Gefängnis durchgestanden. Es sind andere zum Glauben durch ihn gekommen, weil Gott ihn gestärkt hat. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Das sagte Paulus und schreibt er an die Korinther. Er hat das so erlebt. Er ist da durchgegangen. Er hat gemerkt, wie schwer es zu Zeiten sein kann. Er lebt in einer Zeit, die nicht so ganz einfach war wie die unsere. Er lebte zur Zeit von Kaisern, die nicht die Christen so tolerieren wollten.
Aber er hat es gemerkt, dass Gott ihn durchgetragen hat, dass Gott ihm geholfen hat. Gott war bei ihm, alle Zeit. Er hat ihn zu keiner Zeit verlassen. Und auch wenn sie, wer schreibt, das Sterben Christi an sich getragen hat, dann nur, um das Leben Christi zu repräsentieren. Und wir haben diese Hoffnung. Wir haben ein Leben nach dem Tod. Die Menschen können uns das Leben nehmen. Ja, das können sie. Aber sie können uns nicht die ewige Hoffnung nehmen. Wir können nicht das Leben nach dem Tod vernichten. Das können sie nicht. Da haben sie keine Macht zu. Und so hat Paulus das erlebt und so schreibt er es uns, damit wir einmal gewarnt, aber auch ermutigt sind. Wir sind in Christus geborgen. Aber dann heißt es weiter hier in Sprüche 16, da heißt es, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Auch die Gottlosen werden angegriffen. Nicht nur wir Gerechte, nicht nur die Christen werden angegriffen, wenn man das im heutigen Sinne sagen sollte. Auch die Gottlosen werden angegriffen. Und bei denen heißt es nicht, dass sie 7-mal angegriffen werden und sie wieder aufstehen. Nein. Es heißt hier, die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Auch wenn die Gottlosen uns immer wieder angreifen, sie müssen genauso hören, dass auch sie Unglück treffen kann. Dass auch sie vielleicht irgendwie unter Probleme kommen. Aber sie haben nicht die Hand Gottes, die sie stützt. Sie haben nicht diese Hoffnung, die wir haben. Und das heißt hier, stürzen nieder im Unglück. Wie traurig ist das? Wie traurig für die Menschen, die meinen, gottlos sein zu müssen. Ihr Schicksal ist Verderben. Eine Geschichte, die das so deutlich klar macht, die finden wir in Daniel. Daniel Kapitel 6. Lass uns das mal zusammen lesen. Ihr wisst ja, Daniel ist in seinen frühen Jahren von dem König Nebukadnezar. König Nebukadnezar hat junge Leute, nachdem er in Israel eingefallen ist und da die Stadt erobert hat, hat er junge Leute genommen, zu sich genommen nach Babylon, um sie dort auszubilden. Er dachte sich wahrscheinlich, ja, mein Reich ist so groß und sein Reich war groß zu der damaligen Zeit. Und ich brauche Leute, native Leute, die das Land verstehen, aber die auch mir dann dienen können. Und wir wissen, Daniel wurde dann ausgebildet, vorbereitet. Aber Daniel entschied sich, Gott treu zu sein in seinem Leben. Selbst als junger Mann hat er sich entschieden, nicht das Opferfleisch für die anderen Götter zu essen, sondern lieber freiwillig Vegetarier zu werden, damit er nicht Gottes Gebot verletzt. Nicht er alleine, da waren auch noch andere dabei. Aber die haben sich entschieden, so zu leben, damit sie nicht Gottes Gebot irgendwo verletzen. Sie wollten nicht, dass die beste Speise vom Tisch des Königs haben, weil sie wussten, das wird den Göttern geopfert. Und sie wollten dann nicht Gottes Gebot übertreten. Das war die Entscheidung, die Daniel getroffen hat. Und er war jetzt unter so einigen Königen regierend unterwegs oder beratend für den König unterwegs. Und er war seinem Gott die ganze Zeit treu. Und das haben die Könige gesehen.
Sie haben etwas in ihm erkannt und schätzen gelernt. Und wir lesen jetzt hier in Kapitel 6. Und Darius war ein medischer König. Also er ist gefangen geworden, als die Babylonier Israel erobert haben. Und mittlerweile sind die Meder und Perser an der Regierung. Es sind schon viele Jahre, in denen Daniel irgendwo den Königen dient. Und jetzt ist es unter Darius, der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius, lesen wir weiter, über das Königreich 120 Satrapen einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten, und über sie drei Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitte. Also Daniel ist unter denen, die regierend mitherrschen. Er ist einer von dreien, denen alle anderen Satrapen, das sind so sozusagen Stadt- oder Landverwalter, alle müssen da Rechenschaft geben. Da waren drei Minister und Daniel ist einer von denen. Wie ist er da hingekommen? Hat er irgendwie Ellbogenarbeit gemacht? Andere schlecht gesprochen, damit er nach vorne kommt? So diese Fahrradmethode, nach unten treten, damit man vorankommt. Hat er sowas gemacht? Wir lesen nichts davon. Wir lesen aber weiter, dass die Könige ihn einfach geschätzt haben, weil er treu ist, weil er nicht irgendwo, in vielen Ländern ist ja das Schmiergeld so ein Problem. Man lässt sich bestechen. Bei uns werden auch so irgendwie schlechte Masken eingekauft und dann an Arme verteilt und kassiert gut Geld. Ja, man hat so seine Methoden, um reich zu sein oder an der Macht zu bleiben. Hat sich Daniel diese Methoden bedient? Ich denke mal nicht. Es heißt weiter, da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Der König sieht den Daniel und er sagt, dieser Mann, den kann ich über alle Minister, über alle Satrapen setzen. Er wird die Arbeit machen, so ähnlich wie Josef da in dem Haus des Potiphar, dem alle Macht gegeben worden war. Und später dann als zweiter Mann im Land, der alle Macht hatte. Hier ist es Daniel, der König sieht ihn. Und ich weiß nicht, ob der König jetzt 62 Jahre alt war oder Daniel 20 Jahre alt war, ist das hier nicht so klar ersichtlich. Aber der König sagt sich, warum soll ich mich bemühen, warum soll ich die Arbeit machen? Soll doch Daniel die Arbeit machen, er macht sie doch gut. Auf ihn kann ich mich verlassen, da brauche ich keine Angst zu haben. Er wird da nichts irgendwie falsch gebrauchen, missbrauchen, sich bereichern. Er ist treu. Dem kann ich die ganze Regentschaft über das ganz große Reich der Meder und Perser, das von Ägypten bis nach Indien reichte, es war ein riesengroßes Reich. Daniel wird das schaffen. Er kann das alles gut bewältigen und ihm kann ich vertrauen. Und dann heißt es hier weiter, Vers 5, da suchten die Minister und Satrapen, eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen
bei ihm gefunden werden konnte, da sind diese gottlosen Laurer, die lauern, die versuchen, etwas bei Daniel zu finden. Da muss doch was zu finden sein. Er muss doch irgendwo etwas haben, das wir als Anklage gegen ihn bringen können. Und wir lesen hier, sie finden einfach nichts. Sie suchen und suchen und ich glaube, sie haben gut gesucht. Ich glaube, sie haben die ganzen Bücher durchgeschaut. Hat er sich irgendwo vielleicht bereichert? Hat er irgendwo etwas falsch gemacht? All die Sachen, die er so weitergegeben hat, haben sie das alles genau angeschaut. Sie suchten und konnten nichts finden. Und hier heißt es, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Kann ich das über mich so sagen? Können wir es so über uns sagen, dass wir Leute sind, bei denen nichts gefunden werden kann? Gar nichts, keine Anklage kann gefunden werden. Wir haben diese wunderbare Gnade, dass wir bekennen können und es vergeben ist. Wir können immer wieder vor Gott reingewaschen werden. Aber bei Daniel, er lebte in solch einer Weise, ja, die schon fast perfekt war. Er war sicherlich auch ein Mensch. Und wenn Gott suchen sollte, würde er sicherlich auch was finden können. Aber die Menschen haben hier nichts gefunden. Und dann lesen wir weiter. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagepunkt finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Wir können nur eins machen. Wir können ihn da fassen, wo er seinem Gott treu dient. Da können wir ihn irgendwie zu packen kriegen. Und dann lesen wir weiter. Darauf bestürmten jenem Fürsten und Satrapen den König und sprachen, König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreichs. Ja, Daniel haben sie da wohl nicht gefragt. Er war wohl nicht dabei gewesen. Aber sie sagen, sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Das ist natürlich jetzt sehr schmeichelhaft für den König ausgedrückt. König, du bist doch ein wahrer König. Du bist echt ein König. Unterschreibe doch das Gebot, dass die Leute nur noch an dich appellieren dürfen. Wenn sie was bitten wollen, nur von dir. Bei keinem Gott. Nur bei dir dürfen sie was erbitten. Und dann heißt es hier weiter, nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und das Verbot. Der König, der war von so viel, so vielen Versprechen und was weiß ich, Worten, die Leute gemacht haben, so in den Bann gerissen worden, dass er einfach nicht nachdachte. Er unterschrieb dieses Gebot. Er hat nicht ahnen können, dass dieses Gebot eigentlich nur auf eine Person hinzielt. Es war doch vollkommen egal, ob alle anderen ihre Götter immer noch anrufen oder andere Personen in sie bitten. Das war den Menschen doch vollkommen egal.
Es ging ihnen doch nur allein um Daniel. Sie wollten ihn treffen. Sie wollten ihn von der Bildoberfläche weghaben. Und wir lesen weiter. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Daniel macht weiter, wie er es immer getan hat. Er betet zu Gott. Er betet zu Gott in Richtung Jerusalem, weil dort sich Gott geoffenbart hatte. Dort war der Tempel, der vielleicht zerstört war zu der Zeit, ich weiß es nicht. Aber er betete nach Jerusalem. Und das machte er, genauso wie er es immer gemacht hat. Er hat sich da nicht irgendwie, nachdem er es wusste, biegen lassen. Er machte es, wie er es immer gemacht hat. Ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer hinein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Die haben sich Zugang zum Haus verschafft. Ich weiß nicht, sein Haus ist wahrscheinlich schon ein bisschen höher gewesen. Im Obergemach, heißt es, hat er das Fenster nach Jerusalem hin offen gehabt. Die sind irgendwie reingekommen. Die stürmten das Zimmer. Die haben ihn auf den Knien erwischt. Und er betete zu Gott. Und dann heißt es in Vers 13, sogleich erschienen sie vor dem König. Also sie rannten sofort zum König hin und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, die Sache steht fest, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Da antworteten sie und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Weggeführten von Juda, nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterschrieben hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Was für ein Vergehen. Dreimal am Tag verrichtet er sein Gebet. Und dann heißt es, als der König das hörte, wurde er sehr betrübt. Ich glaube, er hat erst jetzt verstanden, was er da unterschrieben hat. Er hat erst jetzt verstanden, dass es eigentlich um Daniel ging die ganze Zeit, als diese Leute ihm in den Mund redeten. Es ging nur um Daniel zu fangen. Und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte, und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Er nimmt sich richtig Mühe. Er denkt, was kann ich jetzt machen? Aber er weiß, er ist gebunden an das Gesetz. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen, bedenke, o König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die den König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Du musst es machen, König. Du hast es unterschrieben, du musst es machen. Es ist schon erstaunlich, dass man einen König so in Bedrängnis bringen kann, der so viel Macht hat. Aber diese Leute, die waren ja die Regierungsangestellten irgendwo, die drängen darauf. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Er weiß, die einzige Rettung, die Daniel jetzt haben kann, ist die Rettung von Gott. Keiner kann ihn mehr retten. Er ist gebunden an sein Gesetz.
Er muss jetzt handeln. Er muss Daniel in diese Löwengrube werfen. Und er sagt, nur noch Gott kann dir helfen. Dein Gott, dem du unermüdlich dienst. Dein Gott, auf dem du dich verlässt. Mit dem du lebst. Diese ganze Jahre habe ich dich gesehen, wie du treu deinem Gott bist und treu in dem Dienst stehst. Dieser Gott muss dich retten. Der kann dich alleine retten. Und dann heißt es weiter, und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube. Und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen. Und der Schlaf floh vor ihm. Dieser König, er war bedrückt. Er war traurig. Er konnte nicht schlafen. Wahrscheinlich hat er gesagt, was habe ich da nur gemacht? Warum ließ ich mich da so irreführen von diesen Menschen? Die ganze Nacht hat er da wach gelegen und darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn so Gedanken dich die ganze Nacht verfolgen und du nicht frei kommst, du kannst nicht schlafen, weil diese Gedanken dauernd in deinem Kopf sind. Und dann lesen wir weiter, beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Das war normalerweise nicht möglich. Die Löwen, wenn sowas anstand, die Löwen wurden dann extra hungrig gehalten, damit sie auch schnell sich dann auf diese Beute stürzen, in diesem Fall auf Daniel. Und er sagt, hat dein Gott dich bewahrt? Ist es möglich, dass dein Gott dich bewahrt hat? Da sprach Daniel zum König, o König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seine Engel gesandt und hat den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung bei ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Daniel ist bewahrt worden. Keine Verletzung. Die Löwen haben ihn nicht angerührt. Es ist keine Verletzung da, weil er Gott vertraut hat. Hey, wenn wir Gott vertrauen, schützt uns Gott. So wie diese drei Männer im Feuerofen. Die wurden bewahrt vor dem Feuer. Wenn wir Gott vertrauen, haben wir Gott an unserer Seite. Und dann lesen wir weiter, Vers 25. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten. Und man warf sie in die Löwengrube. Sie, ihre Kinder und Frauen. Und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Der Gottlose stürzt in das Übel. Diese Verleumder, die mussten es erleben, dass das, was sie Daniel antun wollten, dass es auf sie gekommen ist. Und sie sind gestürzt. Und sie sind nicht mehr aufgestanden. Daniel ist aufgestanden. Er war wieder aus der Grube rausgezogen worden. Die anderen sind aber da geblieben. Lasst uns Gott vertrauen. Und lasst uns
mit ihm durch das Leben gehen. Und wenn du fällst, wenn du irgendwie versagt hast, dann verzage nicht. Du hast jemanden, der für dich gestorben ist. Er ist dein Retter. Er vergibt dir. Du wirst wieder aufstehen. Diese Gnade gewährt uns Gott, auch wenn es 7-mal ist, auch wenn es immer wieder passiert. Aber Gott steht zu uns. Wenn du aber gegen Gott zu leben suchst, gegen seine Kinder, dann wird der Fall sehr stark sein. Aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Möge Gott uns davor bewahren. Jesus, ich danke dir, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass wir deinen Schutz erleben dürfen. Und Herr, wenn wir diese Geschichte von Daniel hören und lesen, dann sehen wir, wie du gewirkt hast und wie du deinen Knecht bewahrt hast. Und danke, dass wir als deine Knechte, als deine Kinder genauso diesen Schutz haben. Du kennst unseren Weg und du kennst auch unser Versagen. Aber danke, dass du für uns gestorben bist, Jesus. Danke, dass du uns ein ewiges Heil zukommen ließest. Danke, dass wir in dir, Frieden und Ruhe haben, dass wir in dir auch Bewahrung haben und dass du uns auch immer wieder aufhilfst. Danke dafür. Und ich bitte dich für die Gottlosen, die das Übel für deine Kinder suchen. O Jesus, bewahre du sie, dass sie doch Frieden in dir auch finden mögen. Bitte schenke doch, dass sie merken, dass du größer bist und dass sie sich in deine Hand fallen lassen. Jesus, ich bitte dich, dass du Gnade schenkst. Wirke du Rettung und danke für die Rettung, die wir als deine Kinder haben dürfen. Amen.